Hallo meine Clasher-Freunde, hier ist wieder King-O. Und ja, ich habe gerade gesehen, ich bin gerade online gegangen, war völlig erstaunt, habe das Reden vergessen, deswegen fange ich jetzt mal von vorne an. Als ich noch weiter oben war, ja, scheine ich jemanden ziemlich wütend gemacht zu haben, denn wie ihr seht, wurde ich vor 4 Stunden 22 Minuten angegriffen, er hat mir null Pokale gezockt, dafür allerdings ordentlich Ressourcen und den können wir uns gleich mal anschauen. Bin ich mal gespannt, was er da so. Ja gut, er müsste ja normalerweise sehen, dass er null Pokale bekommt. Weiß ich nicht, warum er da erstes Rathaus niedermacht. Spulen wir einfach mal ein bisschen vor. Uiuiui. Mit zwei Golems. Lavahund. 25er, 15er Helden. Der Golem da oben haut ab. Na gut, okay, hält aber die Magier dadurch in Schutz. Ich wette, der wollte an mein dunkles Elixier. Nehme ich mal ganz stark an. Sein King da oben ist jetzt tot. Hier unten machen noch ein paar Magier ordentlich Damage. Da oben, das ist meine Skeleton Trap ordentlich am Damage machen beim Golem. Eine Riesenbombe. Ein Mini-Golem fast weggebammt. Ja, gut, ich würde sagen, er hat ordentlich Loot mitgenommen. 240.000, 181.000 Elixier, 240.000 Gold, knapp 1.500 dunkles Elixier, keine Pokale. Der scheint ziemlich wütend gewesen zu sein. Ich kann leider nicht mehr nachvollziehen, wie ich ihn angegriffen hatte, keine Ahnung. Aber gut, passiert halt. So, dann wollen wir mal wieder alles laden, ein bisschen einsammeln. Oh, dunkles Elixier, alles voll hier. Und da wir immer noch ein paar Juwelen haben vom Champion-Gang, werden wir einfach mal alle Elixiersammler, okay, drei sind noch im Ausbau, drei habe ich fertig, werden wir mal boosten, Goldsammler alle boosten und dunkles Elixier auch alles boosten, beide Bohrer. Zack. Jetzt bekommen Sie Danke Adelheid. Danke Adelheid. Jetzt bekommen Sie die doppelte Ladung gezogen aus der Clash of Clans Erde. Und freut mich natürlich, weil ich momentan keine Bauarbeiter frei habe und in der Zeit richtig schön Gold und Elixier sammeln kann aus den Minen und Sammlern. Und da sind wir auch schon beim Thema, und zwar das Thema heute soll Loot sein. Ich führe ab heute einen neuen Sub-Channel auf meinem Channel ein. Zwar wird er lauten Loot of the Week, und ihr findet den dann immer, oder ihr findet die Fights dann immer oft in der Playlist Loot of the Weeks. Und es soll folgendermaßen ablaufen: Ich würde gerne unter der Woche die besten Loot-Fights für mich persönlich zusammensammeln und die dann zusammenschneiden. Das sollen ein bis drei, vielleicht auch vier, wenn man sagen kann, okay, man kann nicht drauf verzichten, zusammenschneiden und die dann jeden Samstag oder Sonntag, je nachdem, wie viel ich auch mit der Uni und ja, im Real Life zu tun habe, hochladen. Und ihr könnt dann gerne eure Kommentare, eure Meinungen darunter schreiben. Es soll natürlich auch so sein, dass nicht nur meine Videos gezeigt werden. Also es muss nicht zwangsläufig nur von mir kommen, sondern ihr könnt mir gerne schreiben, mich in eure Clans einladen, wo ich dann vorbeikomme, ihr die Videos posten könnt. Ich würde das aufnehmen, euch natürlich dann namentlich erwähnen und euren Clan. Und sieht man ja dann auch in der Wiederholung. Und ihr könnt dann ein Teil des Zusammenschnittes sein.
Was habt ihr davon? Ja, ihr werdet natürlich erwähnt, ihr werdet ein bisschen bekannter und unterstützt mich natürlich auch dabei, um dieses Loot of the Week Video jede Woche pünktlich rauszubringen, damit man einfach mal ja sieht, wie ich mir das vorstelle. Habe ich vorgestern Abend, ja genau, eigentlich einen ganz netten Fight gemacht. Ich spiele ihn einfach mal ab. Wie ihr seht, ich hatte die Möglichkeit, über 300.000 Gold zu holen, über 260.000 Elixier und knapp 3.700 dunkles Elixier. Momentan ja, greife ich mit Barch an, also mit Barbaren und Bogenschützen, jeweils Level 6. Theoretisch meine Queen und mein King auch noch. Die sind momentan allerdings am Upgraden. Und somit bleibt mir auch erstmal nicht viel übrig, als zurzeit ja, Member anzugreifen oder Spieler anzugreifen, die ihre Minen und Sammler ja, relativ weit außen zu stehen haben. Hier wäre noch von Vorteil gewesen, wenn die Minen und Sammler weiter innen gestanden hätten, dass die X-Bögen und die Inferno-Türme beide leer sind. Und hier die X-Bögen alle drei leer sind. Aber das war ja, wie gesagt, kein Hindernis. Ich spule einfach mal ein bisschen vor. Schön war auch, dass alle drei dunklen Elixierbohrer draußen standen und ich somit knapp 3000, über 3000 dunkles Elixier mitnehmen konnte. Ja, war ganz nett auf jeden Fall. Nehme ich hier unten noch die Bauhütte mit. Es gibt ja diese Bauhütten-Challenge, dass man, glaube ich, über 2000 Bauhütten kaputt machen soll und dann bekommt man ein paar Gems und ein paar Erfahrungspunkte für. Ja, wie gesagt, also knapp 270.000 Gold, 255.000 Elixier und 3000 dunkles Elixier. Pokale habe ich verloren. Das ist allerdings momentan, wie gesagt, nicht wichtig, weil ich am Farmen bin. Und so in etwa stelle ich mir ein Loot of the Week Fight vor. Wie gesagt, ich werde unter der Woche ein paar Fights machen. Vielleicht sind ein oder andere gute Fights dabei. Und wenn ihr welche habt, schreibt mich einfach an, schickt mir Videos, ladet mich ein. Ich schneide das dann zusammen. Was gibt es sonst noch zu meinem Dorf zu sagen? Wie gesagt, ich sammle jetzt erstmal ordentlich. Bin immer noch Rathaus 9 bei 2251 Pokalen. Der King upgradet immer noch. Wo ist er? Da oben. Ein Tag, 11 Stunden. Die Queen ist auch noch am Upgraden. Ein Tag, 23 Stunden. Ich baue momentan meine restlichen Elixiersammler aus. Einer fehlt dann noch. Das ist dieser hier. Der wird dann ausgebaut, sobald ich wieder einen Bauarbeiter frei habe. Dann bin ich wirklich Rathaus 9 maxed out bis auf die Mauern. Aber die Mauern kommen jetzt demnächst dran, wenn ich dann endlich wieder Bauarbeiter frei habe. Ja, warum sieht das momentan so gewuschelt aus mit den Mauern? Und zwar hatte ich vorher dieses Layout hier. Und ja, da stehen jetzt die ganzen Weihnachtsbäume, glaube ich, im Weg. Ich hatte dieses Layout und da sieht man, dass ich den inneren Kreis, wo mein Rathaus drin steht, den hatte ich ja ausgebaut. Und jetzt hab ich allerdings meine Farming Base, wo ich Save Set is active, ist ja active, genau. Und da habe ich meine Minen, meine Sammler, meine Lager im inneren Kreis und außen die Verteidigung. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil die meisten, die angreifen, da gehen die Barbaren, Bogenschützen, Riesen, wie auch immer, gehen hier in diesem Außenkreis entlang und kommen gar nicht erst in diesen Innenkreis, wo der Loot ist. Und wenn sie dann da reinkommen, dann meistens nur bei vielleicht ein, zwei Lagern, nehmen das Rathaus mit und war es dann. Ja, so viel zu meinem Update. Jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, Loot of the Week. Der neue Sub-Channel einfach mal sich angucken. Ich werde dieses Video als Einführung sehen und auch als Einführung
hochladen. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Freue mich aufs nächste Video und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.